Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Zollektor vom Team Genetz und begrüße euch herzlich zur neuen Stichprobe. Heute dreht sich mal wieder alles um meinen Händler des Vertrauens, whatsupjohnny.de. Und ja, da oder da, ich weiß, ich kann mir nie merken, wo ich es einblende. Ich glaube, warte mal, hier, oder? Nee, da ist ja auch egal, auf jeden Fall auf einer der beiden Seiten blende ich halt gerade wahrscheinlich Werbung oder Dauerwerbesendung oder irgendwie sowas ein. Das hat nicht den Grund, dass in dieser Bestellung irgendwas gesponsert ist, sondern einfach, Johnny ist ein sehr, sehr enger Freund. Er ist auch ein sehr enger Geschäftspartner. Er ist auf diesem Kanal zu stark vertreten, als dass ich, finde ich, wenn ich seinen Namen erwähnen kann, es nicht als Werbung kennzeichnen müsste. Dafür ist die Beziehung eben zu eng. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe einen Affiliate-Link bei ihm. Er ist mein Sponsor für die Monatsvorschau. Also keine Sorge, hier in dem Band Buch sind Bestellungen so. Es sind keine Manga von ihm direkt gesponsert. Da habe ich mit ihm so noch nicht drüber geredet. Aber ich finde eben aus Transparenzgründen ist es gerade in dem Fall wichtig, es trotzdem als Werbung zu kennzeichnen, eben weil ich versuche, soweit es geht, objektiv natürlich zu schauen, ob er seine Qualität beibehält, aber trotzdem, er ist eben ein Freund. Dementsprechend, und halt, ne, wie gesagt, er ist zu sehr auf dem Kanal vertreten, als dass er kein Geschäftspartner oder ähnliches wäre. Ich finde, das ist was anderes, als wie zum Beispiel, wenn ich Hugen Dubel erwähne. Hugen Dubel habe ich keine direkte Verbindung zu, außer dass ich bei denen Affiliate-Link habe. Ja, okay, trotzdem ist es, finde ich, dann nicht jedes Mal Werbung, wenn ich Hugen Dubel erwähne. Wenn ich allerdings WhatsApp Johnny erwähne, eben rein so vom Kontext her, ist es dann doch einfach zu, ja, eng verstrickt auf diesem Kanal. Und ja, genug geschwafelt. Nicht wundern, ich habe das Ding gerade schon mal aufgerissen, weil plötzlich die Aufnahme gestoppt hat. Danke, Kamera. Glücklicherweise erst jetzt. Und ja, Johnny hat halt eh gesagt, hey, wann kommt noch mal zu meinem Shop eine Stichprobe, deswegen sind wir auch hier, weil ich gedacht habe, ach komm, der war eh immer nett zu mir und er ist einer meiner engsten Freunde. Deswegen machen wir das ganze feine Ding doch mal. Nochmal, und tatsächlich hat sich die Bestellung eben auch angeboten, weil hier, es sind nicht viele Bände, aber es ist eine gewisse Variabilität, Abwechslung, sagen wir es, wie es ist Abwechslung dabei, dass man durchaus auch hier prüfen kann, wie gut verpacken sie denn. Und ja, wie immer, schön mit Papier, kein Plastik. Natürlich lässt sich drüber streiten. Plastik hat einen gewissen Mehrwert, weil man auch hier, damit habe ich tatsächlich bei Max von Dukiko, glaube ich, auch schon mal einen Diskurs geführt, dass halt man argumentieren kann, dass Plastik weniger umweltschädlich ist, eben als ständig Exemplare, die zurückgeschickt werden, wenn sie beim Versand eben beschädigt werden. Trotzdem, ich verstehe die Intention hinter Klopapier, finde das eben auch lobenswert. Und ja, packen wir das ganze Ding doch mal aus. Und hier haben wir erstmal Crunchyroll. Ja, okay, das war halt eine Leseprobe von Crunchyroll. Und da haben wir erstmal den 10. Band von Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Mit einem richtig geilen Cover. Und oh, ich freue mich, den Band zu verschlingen. Und oh, tatsächlich mal mehr als nur diese Art Farbseite, sondern boah, die Charaktere werden auch nochmal in Farbe jetzt zeigen. Ja, geil. Ganz ehrlich, die Farbseiten hätte man sich wirklich sparen können. Die haben absolut keinen Mehrwert. Hätte man den Band auch 50 Cent billiger machen können. Und ja, qualitativ, also Zustand ist vollkommen in Ordnung. Dann hier den neuesten In-Zero Band. Und auch hier würde ich sagen, okay, da war ich gerade, ich muss hier Band 20, wegen dem Extra habe ich mir die hierzu tatsächlich geholt. Also die Erstauflage. Weil ich das tatsächlich sehr lobenswert finde, das Extra auch ganz geil. Okay, es war nur unter der Folie. Ich dachte, da wären Stoßkanten, aber nein. Und selbst wenn Stoßkanten sind, leider Gottes bei einem Carlsen Verlag nicht unüblich. Und ja, als Extra hat man halt einen kleinen Pappaufsteller von Chiki, ist ja meine ich. Und ich finde es halt witzig, das liegt kostenlos der Erstauflage bei, wenn man dann an Crunchyroll mit den so
paar Dollar Kaiju Number 8 Limited Edition, 3,50 € Aufpreis für mehr oder weniger auch eine Art Pappaufsteller. Zahlt hier. Das ist auch noch im selben Monat rauskommt. Geil. Und vor allem muss man hier sagen, das hat Carlsen im Vorfeld nicht irgendwie groß beworben oder sonstiges. Sondern, ja, ich wurde erst darauf hingewiesen, als halt schon einer aus meiner, ich will nicht sagen Klientel, aber halt aus meinem Umfeld gesagt hat, sag mal, Lektor, war das hier im Vorfeld schon bekannt. Und wie gesagt, ich finde, sieht geil aus. Also eigentlich könnte man sowas gerne anfangen, jetzt für auch die anderen Characters zu machen. Wie gesagt, die sind nett klein. Natürlich, Acrylaufsteller sind geiler, aber Acrylaufsteller, da musst du einen Aufpreis verlangen, weil ist Acryl zu teuer, als dass du das dann einfach so kostenlos dazu tun kannst. Wobei ich auch hier sagen muss, das ist qualitativ richtig gut. Also man muss dazu sagen, Carlsen hat in der Vergangenheit schon öfter diese Art von Aufsteller. Das waren halt meistens wirklich billige Pappe. Klar, keine Frage. Aber hier, das Ding ist sogar richtig beschichtet. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera... Auch da, man sieht diesen... man sieht meinen Strahler darin. Dann erkennt ihr, dass das Ding halt beschichtet ist und einfach robuster ist. Hätte ich tatsächlich gar nicht mal erwartet, als ich eben gehört habe, oh ja, ein kleiner Pappaufsteller als extra. Einzige, das ist Meckern auf ganzem Niveau, ich mag nicht diese Art von, ja, du musst es hier so hinten überklappen, damit es steht, gedöhnt, sondern da habe ich tatsächlich irgendwo schon fast lieber die, da unten sind kleine Löcher, da steckst du dann auch ein bisschen Pappe rein, damit es steht. Wobei da halt, ja, okay, beides ist nicht unbedingt immer optimal, aber ansonsten für ein gratis extra, ja, super. Auf jeden Fall super. Dann der neueste My Hero Academia Band Nummer 36. Dadurch, dass es die 36 ist, ohne groß ein Extra. In der Erstauflage natürlich wieder mit hammergeilem Artwork. Wie man es von Horikoshi kennt, keine Frage. Auch wenn ich zu ermaßen. Wobei im aktuell finde ich das Hero Academia wieder richtig geil. Das war ja eher. Eine Zeit lang war es leider wieder. Und dann, oh, sogar der Insomniacs Afterschool Band hat bis auf eine ganz kleine Kante hier oben keinerlei Mängel. Warum ich sage, tatsächlich selbst dieser Band, ich weiß nicht, was es ist bei Insomniacs, aber Carlsen verwendet hierfür irgendein Material, was sich richtig schnell abnutzt. Obwohl es sich nicht billig anfühlt oder so anfühlt, als würde es sich abnutzen. Ich meine, bei Naturpapier verstehe ich, okay, das nutzt sich schnell ab, aber Insomniacs habe ich jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass, ja, das wird sich super duper schnell abnutzen und trotzdem tut es das. Das ist dasselbe mit Black Lagoon, die nutzen sich einfach ab. Ich verstehe nicht warum, was genau da jetzt falsch läuft beim Material. Aber auch meine vorherigen Insomniacs-Bände kamen fast nie unbeschädigt an. Und die kommen bei vielen Händlern, auch bei Johnny, teilweise nicht mal unbeschädigt an. Das ist schwierig. Und dann eben noch vier weitere Sachen. Zum einen haben wir hier... Warum ist der nicht... Was? What the... Ja, der neueste Smoking Parade Band von Tokyopop, Nummer 10. Warum ist der nicht eingeschweißt? What the fuck? Der ist ab 16. Normalerweise haben sich eigentlich alle deutschen Verlage weitestgehend darauf geeinigt, eben solche Manga einzuschweißen. Und gerade bei Smoking Parade macht es Sinn, weil das von den Deadman Wonderland Mangakern ist und das Ding eben sehr viel Body Horror und sehr viel, es ist ein Splatter. Und das ist die Art Manga, man muss es nicht einschweißen, aber normalerweise wird es eingeschweißt. Wie es eben auch eigentlich der Fall war. Also ich hatte ja letztlich erst bei dem Presse-Comic-Shop-Band 4 bis 9 bestellt. Und da waren alle Bände eingeschweißt. Warum ist jetzt der Band bitte schön nicht eingeschweißt? Okay. Dann haben wir hier ein Girls Love, der leider Gottes etwas teuer ist, aber dafür 18 plus. Oho, da werden jetzt einige, weil wieso Splatter ab 16 und My Younger Senpai nur schon erst ab 18. Relativ simple Sex. Also das ist mir in Deutschland allgemein aufgefallen. Brutalität, ja, das kannst du 16-Jährigen ohne Probleme geben und so ähnliches auch. Hero Academia ist teilweise brutal und das ist auch ab
Natürlich schreibt Carlsen hier jetzt keine Altersempfehlung rein. Danke. Aber ja, ich meine, ich verteufel es auch nicht. Ich finde es halt nur irgendwie immer ironisch. Gewalt, nee, das geht für Jugendliche klar. Sexualität, irgendwie nackte Haut, nein, danke. Und ja, My Youngest Senpai. Ein Titel, den ich ursprünglich gar nicht unbedingt für einen Neupreis holen wollte, eben weil er auch relativ dünn ist, wenn ihr es erkennt. Der ist tatsächlich dann auch eingeschweißt, also, ne? Allerdings ist mir dann durch einen Manga Passion Post auffallen, dass ich glaube, es ist eine Sie, die Mangaka Fukihinohara mir was sagt. Weil ich kenne eine andere Reihe, ihre aktuelle Reihe von ihr. Und zwar I Won't Sleep With You For Free oder ähnlich, irgendwie sowas. Und das war ein sehr erotischer Girls Love Manga. Und als ich dann eben gehört habe, okay, das ist ein weiteres Werk von der. Ja, ist das eben doch in meinem Warenkorb gelandet. Dafür erstmal nicht den neuen Asano. Ich weiß, ich spüre jetzt schon die mordlüsternde Humor von meinem Server. Allerdings muss ich dazu sagen, nämlich Asano ist für mich so eine Sache. Asano hat geile Manga, sehr, sehr geile Manga durchaus. Also Dead Air Demons, Destruction, Nijigahara, Holograph, aber der hat halt auch echt Müll gemacht. Und gerade bei einem Manga, der in dem Fall in Vollfarbe ist und 16 Euro kostet, lieber vorsichtig sein. Und ja, da ist Knocked Out. So muss das. Wenn auch tatsächlich nicht so extrem wie in I Won't Sleep With You For Free. Wenn ich das hier so betrachte. Okay, ein bisschen Masturbation, ja. Sogar Public Masturbation. Oh, das ist nämlich mal ein Anfang. Zungenkuss. Ein bisschen BH, ja. Aber tatsächlich gar nicht mal so viel Nippel oder ähnlich. Zumindest jetzt im ersten Band. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ja, 8,50 Euro für normale dicke Band. Schwierig. Aber dazu kommt auch noch ein Ersteindruck. Dann der Schubert zu Ludwig Phantasia. Der ist auch ziemlich robust. Enthält halt die Kurzgeschichten und dient so gesehen als Sequel zu Ludwig Revolution. Und ja, bin ich mal gespannt drauf, wie das so sein wird. Und ja, auch hier guter Zustand. Nichts beim Versand irgendwie beschädigt. Und dann das, wo ich am gespanntesten drauf war. Mirois, oder wie es Viech heißt. Das neueste Werk von dem Duo hinter Promised Neverland. In der Erstauflage mit einem Umschlag mit Goldveredelung, die man auch hier sehr gut sieht. Und alle hopp, alle hopp, alle hopp. Okay, ja. Das sieht schon geil aus. Das ist ein richtig wertiger Release, halt auch im Hardcover mit Farbelementen. Nur halt leider Gottes sehr, sehr dünn mit, ich glaube, ja, 130 Seiten ungefähr an Manga-Content. Danach ein bisschen extra, aber trotzdem schön in meiner Sammlung zu haben und auch hier keine Beschädigung oder ähnliches. Und ja, dann bleiben eigentlich nur noch die Extras. Keine Postkarten, Johnny. Sappalot, da bin ich aber enttäuscht. Normalerweise kriegt man bei ihnen nämlich ordentlich Postkarten. Aber dafür... Oh, okay. Das sag ich nicht, nein. Ein Shoujin X Poster von zwar Crunchyroll, aber das Motiv ist geil. Ja, ich hole mir die Reihe halt nur auf Englisch und auch auf der Rückseite dann ein bisschen in Schwarz-Weiß. Das Motiv finde ich jetzt nicht so geil. Okay. Und dann halt noch Manga-Kult-Vorschau. Yay. Aber ja, alles im All, ich bin zufrieden. Ich weiß, warum es mein Händler des Vertrauens ist. Nicht nur, weil ich dicke mit ihm bin, sondern eben, weil er auch wirklich gut verpackt. Und ja, was sagt ihr zu whatsappjohnny.de? Habt ihr bei ihnen schon bestellt? Was sind eure Erfahrungen? Und ja, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, bis jetzt zufrieden, Johnny. Ciao!